Die Saalweide. Die Saalweide ist eine von vielen Weidenarten hier bei uns. Sie ist eine sehr anspruchslose Art und kommt im Gegensatz zu ihren Verwandten nicht an Auen oder entlang von Flüssen oder in Sümpfen vor, sondern sie wächst als Pionierpflanze auf Rohböden, an Wegböschungen oder sonstigen Kahlflächen. Die formenreichen Blätter der Saalweide entfalten sich erst nach der Blüte und sie sind zwischen 5 und 7 cm lang und etwa 2 bis 4 cm breit. Im Bereich der Blattmitte sind sie am breitesten. Die Blattoberseite ist dunkelgrün und häufig auch etwas glänzend. Und das eher gelblich gefärbte Netz der Blattadern ist gut erkennbar. Die blau- bis graugrüne Unterseite ist filzig weiß behaart und die Blattstiele sind bis zu 2 cm lang. Zusammen mit der Eiche ist die Saalweide eine der bedeutendsten Pflanzen für Schmetterlinge. Beinahe 100 Arten ernähren sich von der Saalweide entweder als Futterstrauch für die Raupen oder als Nährpflanze für erwachsene Schmetterlinge. Im Frühjahr stellen die Blüten eine der ersten Nahrungsquellen für Bienen und andere Insekten dar. Weiden lassen sich sehr einfach vermehren, indem man sogenannte Stecklinge schneidet. Dazu braucht man ein kurzes Aststück, das in einen nassen oder feuchten Boden gesteckt werden kann, oben etwas herausschaut und mit der Zeit treiben dann aus den Knospen im Boden neue Wurzeln.